Also, herzlich willkommen. Letztes Mal Griechenland, vorletztes Mal Phons. Was steht heute so auf dem Programm? Noch ein bisschen was zur athenischen Periode. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir da. Na, ich glaube, wir waren nur bis Ionisch gekommen letztes Mal. Alexandrinische Periode und dann Spätzeit, also hellenistische Zeit. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, das war so die Zeittafel. Jetzt, wenn es um die athenische Periode geht, da geht es vor allem um Platon und Aristoteles. Es gibt auch noch andere, Eudoxos, aber den machen wir so ein bisschen indirekt mit der Exhaustionsmethode, ist der relativ bekannt worden. Die gucken wir uns aber einfach an Beispielen von Archimedes dann an. Das wäre dann da in der alexandrinischen Periode. Und da schauen wir vielleicht auch noch mal kurz in Euklid oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher noch mal in Euklid rein. Und bei der Spätzeit, da wäre zwar einiges, aber da beschränken wir uns mal auf den Diophant, weil das vielleicht so bezogen auf Schulstoff noch die Sachen, die da am wichtigsten sind. Es wäre sicherlich auch Ptolemäus interessant, weil da dann viel mit Trigonometrie ist, insbesondere auch sphärische Trigonometrie. Und vom Heron wäre wahrscheinlich auch interessant gewesen. Das habe ich mir dann aber angesehen und gedacht, ah, das ist aber vom Beweis doch ein bisschen sehr lang, diese Heronsche Flächenformel. Also da sitzen wir dann eine Stunde lang nur an dem einen Beweis. Und dann habe ich immer so den Eindruck, man erzählt das mehr oder weniger für sich selber und nicht für die Leute, die da sind. Also das können wir uns dann vielleicht auch sparen. Das heißt, da gucken wir uns wirklich nur ein paar Gleichungen vom Diophant an. Und ich erzähle noch ein bisschen was zu der Hypatia, die ja da als, ja, sagen wir mal, man weiß, dass schon an der Akademie von dem Platon durchaus auch Frauen studiert haben oder Schüler waren. Aber die Hypatia ist eben die einzige, von der man einigermaßen gut dokumentiert sagen kann, womit die sich so beschäftigt hat und was die getan hat. Obwohl es wahrscheinlich ist, also man ist sich nicht ganz sicher, es kann sein, dass von dem Diophant einige der Bücher sind arabisch überliefert. Und da ist nicht so ganz sicher, ob das überhaupt die Originalversionen vom Diophant sind oder ob das nicht vielleicht bearbeitete Versionen von der ausbearbeiteten Versionen der Hypatia entstanden ist und dann gewisse Erkenntnisse quasi gar nicht von dem Diophant selber sind. Das kann man aber schlecht feststellen, weil das ist da auch wieder so. Jetzt sind wir zwar schon 300 Jahre nach Christus, 200, 300 Jahre nach Christus dann, aber das dauert dann, also die Überlieferungen, die man hat, sind so um 900 oder so arabische Quellen. Also liegt auch noch wieder sehr viel Zeit dann einfach dazwischen. So, aber jetzt mal zur athenischen Periode, also so 400 bis 300 vor Christus. Um 385 wird die Platonische Akademie in Athen gegründet. Und wie ich gerade schon gesagt habe, da waren Schülerinnen und Schüler aus der gesamten griechischen Welt da. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, bei dieser Platonischen Akademie, was ich vergessen habe, da gibt es auch so ein ganz schönes und berühmtes Freskengemälde, wo dann in der Mitte der Platon und der Archimedes so stehen und dann sind noch alle möglichen anderen. In der Nähe dieser Akademie, so etwas abseits, war das sogenannte Gymnaseon. Das war einerseits eine Sportstätte und andererseits haben die sich da aber auch geistig betätigt. Und Sie wissen ja vielleicht, dass im Englischen Gymnasium eher so die Turnhalle ist und bei uns aber Gymnasium eher eine Bildungsanstalt. Und diese gemeinsamen Quellen, die liegen eben in dieser Zeit der Platonischen Akademie. Es kommt dann gleich noch, also wir haben ja dann noch den, na sag schon, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Archimedes sage, sondern den Aristoteles. Und der Aristoteles, der hat eine Schule gegründet, die nannte sich Lyzeum. Das, was ja auch noch eine Bezeichnung für höhere Schulen ist, die verwendet wird. Daher kommen die. Ja, dann das angebliche Motto, das ist aber nicht gut belegt, dass da an der Tür gestanden haben soll: Lasst keine geometrischen Ignoranten herein. Ich glaube, Herr Cardons wollte das auch mal an seine Bürotür schreiben. Und was überliefert ist in diesem Hauptwerk vom Platon, dass der Staat heißt, ist der Lehrplan, den er befürwortet hat. Da ist eben so ein, also da ist erst dieses Höhlengleichnis, wen das was sagt. Und dann gibt so ein, danach ist so ein Dialog, wo er einen fiktiven Dialog wiedergibt von Sokrates mit jemand anders darüber, was eigentlich so ein Staatslenker oder ein Philosophenkönig
alles wissen muss. Und da kommt eben auch der mathematische Lehrplan zur Sprache. Und der besteht im Prinzip aus Arithmetik, also sowas wie Zahlentheorie, Ebene und räumliche Geometrie, Harmonielehre, also der mathematische Teil der Musiktheorie und Astronomie. Und das wird dann später, aber da erzählt dann ja Herr Dörfler auch was dazu, dieses berühmte Quadrivium der sieben freien Künste, der mathematische Teil im Mittelalter. Aber das ist quasi schon angelegt in diesem Band Der Staat von Platon. Kennzeichnend ist eine starke Geringschätzung praktischer Mathematik. Also wenn da jetzt Arithmetik steht, geht das da jetzt nicht darum, den Leuten die Grundrechnungsarten und das Prozentrechnen beizubringen. Das hieß ja Logistik und war nicht so angesehen bei vielen Griechen. Und insbesondere geht auch auf Platon zurück die möglichste Verbannung mechanischer Hilfsvorstellungen und Geräte. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, aber bei dem Euklid, der ja dann die Periode danach erst ist, da sind ja dann Zirkel und Lineal. Ja, aber das erstmal muss man sagen, es bleiben auch nur noch Zirkel und Lineal und keine anderen Geräte. Und im Grunde genommen, wenn Sie schon Didaktik der Geometrie hatten, sind das ja diese idealen gedachten Objekte. Und Kreis und Gerade sind ja auch in der Geometrie so ganz, noch mal ganz besondere Objekte, die halt sehr einfach sind. Und nur mit denen sollte dann alles erzeugt werden. Also auch da, selbst bei diesen Geräten ist das noch so, der Zirkel ist ja nur dazu da, diesen Kreis, diese perfekte Form, die überall gleich gekrümmt ist und die der Ort ist, der von einem Punkt den festen Abstand hat, die herzustellen und eben die Gerade, ne, als kürzeste Verbindung, die zwei sollten nur verwendet werden. Wir werden dann nachher sehen, dass das bei dem Archimedes ganz anders ist. Bei dem Archimedes gibt es zum Beispiel auch so einen berühmten Beweis, wo der zeigt, wie sich das Kugelvolumen und das Kegelvolumen zum Zylindervolumen verhalten. Und das wird dadurch gemacht, dass das an so einen Hebelarm in Gedanken angehängt wird und dann überlegt, wann befindet der sich im Gleichgewicht. Also das ist ja eine ganz klar mechanisch-physikalische Vorstellung. Und das war eigentlich für den Platon nicht so in Ordnung. Und man kann sagen, der Stil, in dem der Euklid geschrieben ist, über den wir letztes Mal ja ein bisschen was, oder ich Ihnen ein bisschen was erzählt hatte, der geht halt sehr stark auf diese Ideen von Platon und dann andererseits von Aristoteles zurück, was halt die logischen Sachen dann angeht. So, und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, aber das ist eigentlich dann Stoff für Philosophie der Mathematik, das, was man Platonismus bezeichnet, also diese Position, die etwas länger geschrieben, meint, es gibt abstrakte und unveränderliche Objekte, die auch unabhängig von unserem Denken, aber gleichzeitig nicht in Zeit und Raum existieren. Das ist so der Platonismus. Also die sind nicht Teil der physischen Welt und die interagieren auch nicht mit physikalischen Objekten, aber die gibt es trotzdem unabhängig von unserem Denken. Also ich kann mir einen idealen Kreis denken, das sagen viele. Platonisten sagen, der existiert auch unabhängig davon, dass ich den denke. So, das ist so diese Schule. Herr Dörfler lehnt das zum Beispiel ganz krass ab. Der ist halt überzeugter Konstruktivist und Konventionalist. Der sagt, nein, nein, wir können uns darüber einigen, über solche Dinge zu reden, aber das heißt noch lange nicht, dass es die gibt. Und wir können auch gar nicht feststellen, ob es diese Ideen gibt, weil wir haben ja nur unser eigenes Denken. Wie sollen wir dann feststellen, ob etwas unabhängig von unserem Denken existiert? Das geht so ein bisschen auf Platons Ideenlehre zurück. Sonst im engeren Sinne jetzt mathematische Erkenntnisse haben wir nicht von Platon. Man muss so sagen, der Platon ist so ein wichtiger Mäzen quasi für die Entwicklung des mathematischen Denkens durch die Gründung dieser Akademie. Und was auch auf den Platon zurückgeht, merkt man auch schon ein bisschen an dieser Geringschätzung praktischer Mathematik, ist so diese Bildungsvorstellung, dass man Mathematik vor allem deswegen lernen soll, weil man da insgesamt seinen Verstand schärft. Da habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus diesem Dialog zwischen Sokrates und Glaukon, den aber der Platon sich ausgedacht hat und der dann eben in diesem Buch Der Staat enthalten ist. Also der Glaukon fragt den Sokrates, die Rechen- und Zahlenlehre hat es also zur Gänze mit den Zahlen zu tun, sagt der Sokrates gewiss, die Fächer führen also zur Wahrheit im reichsten Maße. Also gehören sie zu den Wissenschaften, die wir suchen. Was suchen die da für Wissenschaften?
die Wissenschaften, die der Philosophenkönig, also der Platon, vertritt ja die Meinung, dass der Staat von Philosophen beherrscht werden sollte, also von geistig Hochgebildeten. Und die Wissenschaften, die den bilden, dazu gehört die Mathematik. Der Kriegsmann muss sie wegen der Truppenabteilung lernen, der Philosoph, weil er aus der Welt des Werdens heraustauchen und die Welt des Seins erfassen muss. Andernfalls wird er niemals ein wirklicher Rechner werden. Geht noch ein bisschen weiter. Da muss man, mein Glaukon, das Fach gesetzlich verankern und die zukünftigen Träger der höchsten Staatsgewalt dazu bringen, Mathematik zu studieren, aber nicht nur nach der Art eines Praktikers, sondern so lange, bis sie durch reines Denken zur Schau des Wesens der Zahlen vordringen. Nicht wegen des Verkaufs und Kaufes, wie es Händler und Kaufleute machen, sondern wegen des Krieges und wegen der Seele, damit sie sich leicht vom Werden zur Wahrheit und Wesen wende. So, also das ist so die, wenn Sie so wollen, das ist so Antikompetenzorientierung. Also nicht, weil man da was braucht, soll man das lernen, sondern weil einen das die Seele erhebt und so. Man merkt auch, Sie haben ja vielleicht auch schon mal irgendwann was von Humboldt gehört, dass natürlich diese Neohumanisten dann im 19. Jahrhundert so gewisse Vorstellungen der Griechen, Bildungsvorstellungen von Platon und so sehr deutlich übernommen haben. Der sagt ja auch, man soll sich der Mensch soll seine Kräfte frei entfalten und soll sich möglichst unverstellt von praktischen Dingen mit den Wissenschaften beschäftigen. Und das kommt so ein bisschen von Platon her. Ja. So, und dann hier auch die Vorstellung, die mathematisch Begabten sind auch in allen anderen Wissenschaften geradezu scharfsinnig. Ja, und da können Sie ja heute noch Lehrer fragen, die sagen auch immer, das, was Sie da veranstalten, würde angeblich die Schüler ganz allgemein clever machen. Ich bin mir da nicht immer so sicher, wie viel davon stimmt. Zumindest kann man sagen, empirisch lässt sich das sehr schlecht halten, dass Leute, die gut Mathematik können, auch in allen anderen Lebensdingen besonders fähig sind. Manche Leute behaupten auch, Mathematiker wären besonders weltfremd. Insofern gut. Aber ich dachte, das ist ganz gut, das sich mal klarzumachen, wo das so herkommt. Dann der Aristoteles, jetzt sage ich schon wieder Archimedes, der war ein Schüler von Platon. Und nachdem der Platon gestorben ist, ist der an den Hof von dem Vater von dem späteren Alexander dem Großen gekommen und war dann sein Hauslehrer und hat dann aber auch noch dieses Lyzeum gegründet. Für die Mathematik ist er insbesondere wichtig wegen seiner Beiträge zur Logik. Also dem deduktiven Schließen. Da gibt es so ein Hauptwerk von dem Aristoteles, das heißt Organon. Und da ist das fünfte Buch, das heißt Topik. Da geht das um die Schlüsse. Wobei sich Aristoteles nur mit einer ganz bestimmten Form von Schlüssen beschäftigt hat, mit Syllogismen. Wobei diese Definition, wie sie da steht, eigentlich zu allgemein ist, weil die eher sagt, die steht zwar in der Topik ganz vorne, aber die sagt eher allgemein, was ein Schluss ist. Nämlich ein Argument, in welchem sich, wenn etwas gesetzt wurde, also wir können sagen, wenn etwas als wahr vorausgesetzt wurde, etwas anderes als das Gesetzte mit Notwendigkeit durch das Gesetzte ergibt. So, und das ist ja das, was man bei einem logischen Schluss haben will. Da ist irgendwas, wo man schon meint oder wo man mal voraussetzt, das soll wahr sein und jetzt will man etwas haben, was absichert, dass dann etwas anderes mit Notwendigkeit folgt. Und zum Beispiel auch, ich muss jetzt gerade elementare diskrete Mathematikübungen machen, denken Sie mal an Induktionsprinzip, da haben Sie so einen hypothetischen Syllogismus drin, da sagen Sie, wenn die Aussage für an richtig wäre, dann zeigen Sie, dass sie dann immer auch für an plus 1 richtig ist. Und da ist es auch, ne? Es wird mal was gesetzt, ich tue mal so, als wäre das für an richtig und dann zeige ich, das ist für an plus 1 auch richtig. Und dann kommt aber noch hinzu, dass Sie ja den Induktionsanfang haben, a1, und dann können Sie sagen a1 also a2 mit diesem Schluss, a2 also a3 und das geht dann immer so weiter. Das ist ja die logische Struktur von so einem Induktionsbeweis zum Beispiel. Was brauchen Syllogismen?
Das erklärt auch die unterschiedliche Bezeichnung, die das in Euklid hat. Natürlich Voraussetzungen. Man muss mit irgendwas anfangen, was mal als wahr angenommen wird. Und da unterscheidet Aristoteles zwischen Postulaten, das sind die wahrgesetzten Aussagen in einer bestimmten Wissenschaft, und die Axiome, das sind so die universell als wahrgesetzten Aussagen. Das hat sich jetzt nicht so gehalten. Also wir sagen jetzt auch Axiome des Vektorraums. Das ist ja, das wird hier nicht passen. Die müssten in diesem Aristoteles-Sinn dann eigentlich Postulate heißen, weil das sind ja wahre Aussagen einer ganz bestimmten Wissenschaft, nämlich in dem Fall der linearen Algebra oder der Mathematik. Und bei dem Euklid ist das auch so, die Axiome sind so die Sachen, die ganz allgemein sind, so wenn Gleiches Gleichem gleich ist, dann und so weiter. Diese Sprüche, die sind die Axiome, und die Postulate sind dann sowas, ist es möglich, von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt eine gerade Linie zu ziehen, die halt speziell für die Geometrie wären. So, dann gibt es noch ein Buch, das nennt sich Physik. Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Physik, so wie wir die kennen. Und da wird etwas ganz Wichtiges eingeführt, was sozusagen hier neu ist, was es in der ionischen Zeit bei den Pythagoreern und so nicht gibt. Die Unterscheidung zwischen Zahl als etwas Diskretem und Größe als etwas Kontinuierlichem. Und das Fallenlassen dieser Idee, dass sich jede Größe als Verhältnis von Zahlen darstellen lässt. Und wenn sich jede Größe als Verhältnis von Zahlen darstellen lassen würde, dann würden wir mit den rationalen Zahlen, also mit den Bruchzahlen, auskommen. Und da hatten wir ja schon gesehen, dass peinlicherweise in dem Ordenssymbol der Pythagoreer dann schon der Beweis drin steckt, dass das gar nicht stimmt, weil da gibt es schon ein irrationales Streckenverhältnis. So, und dann hat der Aristoteles quasi dadurch gerettet, dass er sagt, naja, es gibt eben auch die Quantität, und bei der Quantität kann ich unterscheiden zwischen Zahl, das sind die diskreten Sachen, und es gibt Größe, das ist kontinuierlich, und das muss auch nicht unbedingt als Verhältnis von Zahlen darstellbar sein. Und dann, was auch da reinkommt, ist die Akzeptanz zumindest potenzieller Unendlichkeit, nicht der aktualen Unendlichkeit. Aktuelle Unendlichkeit ist, wenn Sie sagen, der Grenzwert der Reihe ist so und so, und akzeptieren dann, dass die wirklich eine Zahl als Grenzwert hat. Das ist irgendwie noch schwierig. Wir werden auch gleich sehen, warum. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Da gibt es ja so ein paar Schwierigkeiten im Umgang mit dem Unendlichen. Die haben da ziemlich rumgetan. Es gab auch diese Vorstellung unendlich kleiner Größen, Indivisiblen und so, und dann kommt das eben mit Zenon und diesen berühmten Paradoxien, der sich damit ja so ein bisschen lustig gemacht hat über die seinerzeit etwas schwammigen Vorstellungen zur Unendlichkeit. Und wenn man immer sagt, ich lasse zwar unendliche Prozesse zu, aber sozusagen ich lasse nicht zu, dass wirklich etwas unendlich oft geteilt wird, sondern ich sage nur, etwas kann beliebig oft geteilt werden, aber immer endlich. Letztlich dann ist das so ein Versuch, damit umzugehen. Gut, vielleicht noch mal die Syllogismen. Warum sind das spezielle Schlüsse? Das habe ich jetzt mal von Wikipedia geklaut, ja, weil das da so schön hübsch bunt war. Das sind ganz bestimmte Schlüsse. Erstmal, was jeder Schluss hat, ist Ober-, Untersatz- und Schlussfolgerung. So ist jeder logische Schluss aufgebaut. Das Besondere bei den Syllogismen ist, dass ich immer Ober-, Mittel- und Unterbegriff habe. Also im Grunde genommen immer drei Aussagen A, B, C, die da vorkommen, wobei A, also Oberbegriff und Unterbegriff dürfen überall vorkommen oder müssen überall vorkommen, sowohl in den Prämissen als auch in der Schlussfolgerung. Und der Mittelbegriff, der ist ausschließlich zulässig in den Prämissen. Also steht hier zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, alle Griechen sind Menschen, alle Griechen sind sterblich. Und der Mittelbegriff ist da Menschen, weil der die Beziehung zwischen Griechen und sterblich herstellt. So. Da muss nicht immer alle stehen, und auch damit mal ein mathematisches Beispiel ist, kein Rechteck ist ein Kreis, alle Quadrate sind Rechtecke, daraus folgt, kein Quadrat ist ein Kreis. So, und da haben wir jetzt wieder den Mittelbegriff Rechteck, das kommt nur in den Prämissen vor, zeigen will man, dass Quadrate keine Kreise sind, und so macht man das dann. Tatsächlich muss man sagen, dass so in der Regel nicht geschlossen worden ist, jedenfalls nicht so strikt, sondern diese vier Schlussweisen hier benutzt wurden, die zumindest, also ich weiß nicht, Philosophie studiert wahrscheinlich keiner von Ihnen, aber also bei uns war das so, wenn man Mathe studiert hat,
Und wir mussten in dem erziehungswissenschaftlichen Teil unseres Studiums auch was aus der Philosophie machen. Die Mathematiker, die haben alle Einführung in die Logik genommen. Weil das halt relativ locker ist, wenn man gleichzeitig Mathematik studiert. Da macht man das ganze Semester durch, nur solche Schlussfiguren. Gibt auch noch hier das vordere, das heißt, glaube ich, übrigens Modus Barbara, das allererste. Und da gibt es noch 10 so Modi. Die Bezeichnungen sind natürlich nicht griechisch, das ist Latein. Modus Ponens und so, Modus Tollens. So, und da sehen Sie, das sind im Wesentlichen die 4 zulässigen Schlüsse, mit denen man arbeitet. Wenn A, dann B. Aha, B ist wahr. Aha, dann weiß ich, es ist auch A richtig. Das ist das erste Modus Ponens, ist im Grunde genommen genau das, was man auch benutzt beim Induktionsbeweis. Wenn AN folgt AN plus 1, also wenn AN, dann AN plus 1, jetzt B ist die Aussage A1 stimmt, dann folgt daraus A2 und jetzt können Sie wieder oben einsetzen. Wenn AN, dann AN plus 1, A2, A3. Da machen Sie quasi unendlich oft hintereinander so Modus Ponens. Ja, das kommt aber gleich auch nochmal in der Übung. Gut, das berühmte Paradoxon von Zenon. In die Folien, die dann online stehen, da ist auch noch ein schöner Link auf ein Video von YouTube, was die Frau Egger und der Herr Scheiber da für ein Referat mal rausgesucht haben. Das ist ganz nett. Also wie funktioniert das? Nehmen wir mal an, wir hätten den schnellen Läufer Achilles, der tritt gegen die Schildkröte an. In dem Video ist das mit etwas anderen Zahlen. Ich habe jetzt hier die Zahlen eher von dem Herrn Katz genommen. Die Schildkröte hat einen Vorsprung von 500 Meter, aber Achilles läuft 50 Mal so schnell wie die Schildkröte. So einigermaßen realistisch. Wobei der Achilles hier ganz schön flott ist. Das liegt aber daran, dass ich aus Yard einfach Meter gemacht habe und Yard sind eigentlich 0,9 Meter. Dann wäre nicht ganz 10 Meter pro Sekunde schnell. Weil 10 Meter pro Sekunde, das ist ja schon ganz schön stolz. Ne? Also da kann er immer noch um die Weltspitze mitlaufen. Die Schildkröte läuft 1 Meter in 5 Sekunden. So, und jetzt funktioniert ja die Argumentation vom Zenon so, dass das immer schrittweise angesehen wird. Nach 50 Sekunden hat Achilles die Startposition der Schildkröte erreicht. So, ein bisschen rechnen, 10 Meter pro Sekunde, 50 Sekunden. So, aber jetzt ist ja die Schildkröte dann schon wieder 10 Meter weiter gelaufen, weil die läuft ja in 50 Sekunden, 50 mal ein Fünftel Meter. Gut, dann gucken wir mal nach. Diese 10 Meter hat der Achilles nach 1 Sekunde aufgeholt. Ja, aber Schildkröte ist ja nicht stehen geblieben. Die ist jetzt 1/5 Meter weitergelaufen. So, und jetzt kann man das so weitermachen. Dieser 1/5 Meter hat dann Achilles nach 1/5 Sekunden, aber die Schildkröte und so weiter. Aber das kommt gleich auch noch mal im Übungsblatt, dass man sich das ansieht. Man merkt schon, das sieht irgendwie, da kommt irgendwie was Schwieriges bei rein. Aber das schauen wir uns dann gleich in der Übung noch an. So, jetzt muss ich etwas durchatmen, langsamer machen. Die alexandrinische Periode. Ja, das ist ja so die Hauptzeit, alexandrinische Periode, benannt nach eben dieser Akademie, die da gegründet worden ist. Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, wo dann halt sehr stark das gefördert worden ist und wo eben auch diese Elemente des Euklids dann entstanden sind, die ja eigentlich nur das Wissen der Zeit zusammenschreiben und auch nochmal dann auf Vorarbeiten zum Beispiel von dem Hippokrates beruhen, von dem es auch schon so eine Fassung davon gab. So, und dann heute noch neu dazukommen der Archimedes, der gilt so als der Rockstar quasi der antiken Mathematik, so die wirklich die ausgefallensten und genialsten Ideen der griechischen Mathematik werden dem Archimedes mit zugeschrieben. Und dann der Apollonius, der musste natürlich dabei sein, weil ich ja schon versprochen hatte, dass sie auch in dieser Lehrveranstaltung nicht um die Kegelschnitte herumkommen. Und von dem Apollonius stammt dieses Buch Konika, was de facto eigentlich so ziemlich die ganze elementare Kegelschnittslehre enthält. Was auch sehr überraschend ist, weil man sich überlegen muss, dass sie ja zu der Zeit noch gar keine Koordinatendarstellung und auch noch keine algebraische Sprache haben. Und das ist dann aber ganz schön schwer. Ne? Viele dieser Dinge,
das hatte ich auch ganz am Anfang mal in der ersten Sitzung gesagt, die sehen heute so trivial aus, wenn wir die mit unseren gewohnten Formeln aufschreiben. Aber wenn man diese Formelsprache nicht hat, dann ist das teilweise ganz schön schwierig. Man fragt sich wirklich, wie haben die das eigentlich geschafft, auf diese Erkenntnisse zu kommen? Weil das ist die da nicht so angesprungen, wie es uns jetzt heute manchmal anspringt. Heute bringen sie das pubertierenden Burschen und Mädels bei, aber damals war das nicht so leicht. So, also schauen wir mal in die alexandridische Periode rein. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei dem Euklid. Bislang hatten wir aus dem Euklid eigentlich nur Geometrie genommen. Das ist auch sehr geometrisch, aber wir wollen vielleicht mal hereinschauen in die, jetzt sage ich schon wieder, wir wollen mal hereinschauen. Ich möchte, dass ich da jetzt mal reinschaue und Sie müssen zuschauen, in die geometrische Algebra. Also, das ist auch so ein bisschen so ein Streitthema unter Mathematikhistorikern. So die alten Mathematikhistoriker van der Waarden und die Leute, die haben halt gesagt, die haben da Gleichungen gelöst und so. Und Jüngere sagen eher, die haben geometrische Probleme gelöst und wir können das heute interpretieren als Lösung von Gleichungen. Das ist eigentlich so State of the Art, wie man das heute sieht. Es heißt aber immer noch geometrische Algebra, obwohl die Bezeichnung so ein bisschen schief ist. Ne? Könnte auch sagen algebraische Geometrie, aber das ist dann schon wieder anders besetzt einfach als Titel. So, also so sieht das aus, wenn man wieder hier diesen for the greater ease of learners englischen Euklid hernimmt. An eine gegebene Strecke an einem gegebenen Dreieck ein gleiches Parallelogramm in einem gegebenen Winkel anzulegen. So, jetzt ist das vielleicht nicht immer nur vom Vorteil, das so klicki-bunti zu haben. Und ich übersetze das mal in etwas modernere Sprache. Das ist die Frage, wie finde ich ein Rechteck zu konstruieren mit gegebener Länge a, an eine gegebene Strecke etwas anzulegen und gegebenem Flächeninhalt B. Da steht zwar eigentlich an eine gegebene Strecke ein einem gegebenes Dreieck gleiches Parallelogramm, aber von dem Dreieck interessiert eigentlich nur der Flächeninhalt. Ein Gleiches meint da gleicher Flächeninhalt. Das ist so ein bisschen schwierig, dass die, wenn die sagen gleich, meinen die zum Beispiel bei Strecken automatisch die Länge und wenn die sagen gleich bei Flächen, dann meinen die den Flächeninhalt. Da gibt es quasi noch keine Unterscheidung dazwischen, so wie heute die Pingelin-Lehrer das immer machen. Also ist da, unten müsste man eigentlich schreiben, ein Parallelogramm mit gegebener Länge a und dem Flächeninhalt eines gegebenen Dreiecks b zu konstruieren. Und etwas leichter wird das, wenn man sich den Spezialfall Rechteck anguckt. So, und interpretieren kann man das aber allgemein, unabhängig davon, ob man das eine oder das andere macht, als die Frage, finde eine Lösung für die Gleichung a mal x ist gleich b. So, und dann gibt es jetzt natürlich auch wieder die Modernisierung, wo wir uns das so etwas dynamisch ansehen können. An eine gegebene Strecke. Wir betrachten den einfachen Fall, dass es sich um ein Rechteck handelt. Was ist da jetzt gemacht worden? Die Strecken A und B liegen hier vor. Ich kann die auch mal verändern. So, also hier ist das B, da ist das A. Die sollen vorgegeben sein. Jetzt habe ich hier die Länge B und will natürlich das als Fläche darstellen. Also ich will eine Fläche ja von der Menge B haben, eigentlich nicht eine Länge. Es war ja die Dreiecksfläche sollte ja B sein. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe einfach 1 nach oben gemacht. Nur die Länge 1 kann man mit Zirkel und Lineal, also die Länge 1 muss gegeben sein und dann trage ich die an diese Strecke B an. Da ist kein Problem, das geht alles mit Zirkel und Lineal. So, und dann habe ich diese Außenfigur ergänzt, nachdem ich das eingezeichnet habe. Wie habe ich die ergänzt? Also ich habe erst diese Fläche B, dann entsteht dieses Rechteck. Das wird hier einfach bis zu der Kante verlängert. Jetzt schieße ich hier mit der Diagonalen los, bis ich hier unten diese zweite Kante treffe. Und da sage ich jetzt, wenn ich das hier einzeichne, dann ist das Rote, hat dann dieselbe Fläche wie das Gelbe. Das Rote hat dieselbe Fläche wie das Gelbe. Und jetzt habe ich da ja ein Rechteck, wo eine Seite A ist und die andere ist X. Jetzt zeige ich noch eben schnell, dass auch tatsächlich die Flächen gleich sind. Woran liegt das? Naja, erstmal, wenn man jetzt so mal das große Rechteck fokussiert, so insgesamt, dann ist das ja durch seine Diagonale offensichtlich halbiert. Also das große untere Dreieck und das große obere Dreieck haben denselben Flächeninhalt. Außerdem sind zum Beispiel auch diese zwei kleinen Dreiecke natürlich kongruent.
Weil da ist das wieder genau dasselbe, die halbieren halt jeweils ein Rechteck. So, und wenn ich jetzt mal gucke, dann heißt also, das Gelbe plus die zwei Dreiecke muss genauso groß sein wie die zwei Dreiecke plus das Rote. Und dann kennen Sie hoffentlich noch aus der Didaktik der Geometrie oder der Geometrie das Prinzip der Ergänzungsgleichheit für Flächeninhalte. Flächen, die von kongruenten Flächen zu kongruenten Flächen ergänzt werden, haben denselben Flächeninhalt. Also hat die rote Fläche denselben Flächeninhalt wie die gelbe Fläche. Und damit ist man dann fertig. Oben, das ist 1 mal b, also b. Unten, das ist a mal x. Jetzt habe ich gefunden, eine Fläche a mal x, die ist genauso groß wie eine Fläche mit dem Flächeninhalt b. Fertig. So, das nennt man auch parabolische Flächenanlegung. Ich verrate aber jetzt noch nicht, warum das parabolische Flächenlegung heißt, weil das kommt dann gleich noch beim Apollonius, weil da wird das erklärt, wo das eigentlich herkommt. So, und bevor wir jetzt weitermachen, muss ich mal schauen, ist es schon Zeit? Ist es schon Zeit? Nein, es ist noch nicht Zeit. Ein, zwei Sachen muss ich noch machen, bevor es die Übung gibt. So, also das war die parabolische Flächenanlegung. Und da kommen wir schon zum Archimedes, das kommt mir mal komisch vor. Irgendwas passt hier nicht. Ach doch, klar, Euklid war das und jetzt kommt Archimedes. Entschuldigung, man ist da teilweise etwas verwirrt, wenn man die Folien recht kurzfristig fertiggestellt hat, wobei recht kurzfristig heute Morgen 7 Uhr meint. So, also... Das hatte ich schon gesagt, mit ihm ist gewissermaßen der Höhepunkt der antiken Mathematik erreicht. Das meinen aber nicht nur Wussing und Alten, das kann man öfter finden in anderen Büchern auch. Es finden sich Arbeiten auf allen Gebieten der Mathematik, auch in so Randgebieten Astronomie, Hydrostatik, sehr viel Mechanik und Technik. Er gilt als tiefgründig origineller Denker in der Mathematik und gilt eben auch als Begründer der mathematischen Physik, insbesondere Mechanik und sowas. Der ist nicht so dogmatisch wie Plato, was die Mathematik angeht, sondern hat einen eher pragmatischen Ansatz, was Hilfsmittel angeht. Das werden wir gleich auch sehen. Wir schauen uns zum Beispiel mal eine Winkeldreiteilung an, wo wir ja schon wissen, dass die mit Zirkel und Lineal im Sinne von Euklid nicht funktioniert. Aber wenn man so ein bisschen rumtrickst und auf dem Lineal was anmalt und so, dann kann man das doch hinkriegen. Dann wäre auch eine interessante Sache, ist die Bestimmung der Kreisfläche. Blau ist hier mal gedruckt, was wir uns tatsächlich anschauen, weil die Zurückführung vom Kugelvolumen auf das Zylindervolumen, da bin ich dann gestern irgendwie so lange dran gehangen, an einem Schritt, und da braucht man was mit Drehmomenten und so. Ja, das ist mir zu physikalisch für Freitagmorgen, also das lassen wir jetzt mal weg. Und gucken uns dann lieber nochmal die Quadratur eines Parabelsegments an, weil das ja sozusagen so eine ganz frühe Vorform von Analysis ist. Die Analysis hat ja begonnen, historisch eher nicht mit der Ableitung und dem Tangentenproblem, sondern mit dem Inhaltsproblem und damit mit dem Integral. Also die Fragestellung nach der Fläche unter einem Graphen sind viel älter als die Fragen nach Tangenten und haben eigentlich auch zur Entstehung dann der Analysis geführt. Aber das erzählt dann der Herr Dörfler im zweiten Teil. So, und da kommt auch sowas wie ein Grenzwert vor, wobei die ja, wie gesagt, das aktuale Unendliche eher gemieden haben. Und dann gibt es dieses Prinzip der doppelten Reductio ad absurdum. Da führt man so einen doppelten Widerspruchsbeweis. Das läuft immer so. Man sagt so, ich nehme mal an, das ist kleiner als irgendwas und zeigt dann, das ist Quatsch. Und dann sage ich, ich nehme mal an, das ist größer als dasselbe Ding und zeige, das kann auch nicht sein. Dann habe ich ausgeschlossen, dass es größer ist, und ich habe ausgeschlossen, dass es kleiner ist. Und dann bleibt nur noch übrig, dass es gleich sein muss. Und das nennt man doppelte Reductio ad absurdum. Und das wird da öfter verwendet, sowohl bei der Bestimmung der Kreisfläche als auch bei der Quadratur von dem Parabelsegment. Gut, also wie funktioniert die Winkeldreiteilung? Die funktioniert mit dem sogenannten rutschenden markierten Lineal. Hier ist das mal aufgezeichnet. Ich gehe aber jetzt gleich in das Dynamische, da sieht man das irgendwie besser. So, jetzt muss ich das, glaube ich, auch mal da wegbewegen. Ja, das ist eh noch gut. Also, was hab ich da gemacht? Vorgegeben sei der Winkel Alpha. Wir können den auch mal ändern, damit Sie nicht sagen, hier, das ist alles gefaked. Nehmen wir mal was gut durch 3 teilbar ist. 66 Grad.
So, jetzt habe ich da den Winkel. Jetzt sagt dann der Archimedes, zeichne mal einen Kreis. Und die Länge, die du da abgemessen hast, hier unten auf dem einen Schenkel, die übertrag mal auf ein Lineal. Jetzt verlängere diesen Durchmesser. Und jetzt musst du das Lineal einerseits festlegen auf der Linie hier und andererseits musst du das festlegen auf diesem Schnittpunkt des zweiten Schenkels mit dem Kreis. Und jetzt darfst du das schieben. So, jetzt kann ich das hier so hin und her schieben und muss das immer an zwei Punkten festhalten. So, und da ist jetzt auch das Problem, ne? Das wäre noch okay, ne? Ein Lineal durch zwei Punkte legen, das wäre eine erlaubte Konstruktion. Aber jetzt sagt er, verschiebt das so lange, bis das hier drauf landet. So. Und dann ist der Winkel dreigeteilt. Sieht man jetzt schön, also Sie können es vielleicht nicht gut lesen, weil es etwas klein geschrieben ist, 22 Grad und 66 Grad, das sieht gut aus. So, das ist eigentlich nicht erlaubt, weil das ist ja jetzt das Lineal. Erstmal darf man auf dem Lineal nicht irgendwas draufmalen und so. Also so hat er sich das nicht gedacht, der Euklid. Der Platon wird sich im Grab umdrehen. Das geht eigentlich nicht. Und zweitens peilen Sie da über drei Punkte. Das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Da darf man immer nur mit zwei Punkten machen mit dem Lineal. Also ist das keine Zirkellinealkonstruktion. Es bleibt die Erkenntnis richtig, alleine mit dem unmarkierten Lineal und mit dem Zirkel, der wirklich nur zum Abtragen von Längen benutzt werden kann, kann man den Winkel nicht dreiteilen. Aber so geht's. Und dass das auch tatsächlich, warum das ein Drittel sein muss, das ist gleich in der Übung. Gut, fangen wir mal mit dem Beispiel hier an. Also was noch einigermaßen leicht geht, einer gegebenen geradlinigen Figur ein gleiches Quadrat zu errichten. Jetzt ist wieder einer gegebenen geradlinigen Figur. Das heißt ja eigentlich deren Flächeninhalt. Ne? Fläche und die wäre b, gleiches Quadrat zu errichten, x Quadrat. Also x Quadrat ist gleich b. Das ist soweit noch in Ordnung. Ne? So, jetzt könnten wir das hier auch noch hinschreiben. Also das hier hat Flächeninhalt b, das hier hat Flächeninhalt b, das hier ist x und das hier steht x Quadrat. Das kann man nicht so gut sehen. So, dass x Quadrat gleich b ist. So, aber jetzt, was der hier unten rumwuselt, da, mit welcher Länge der anfängt, weil jetzt steht hier wird ja das x dann irgendwie immer schon benutzt, ne? Produce, die Länge, Punkt, 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 Punkt und dann das Schwarze. Aber bei dem x weiß ich ja noch gar nicht, wie lang das ist. Das kommt mir irgendwie als Konstruktion merkwürdig vor. So wie ich die Konstruktion kenne, ist das wieder genauso, wie ich es vorhin hatte. Diese Länge hier nimmt man mal als b. So, und dann nimmt man hier als Länge wieder 1. Weil dann hat die Fläche hier unten, diese Rechtecksfläche, sicher auch b. Ne, make, und das im Grunde genommen steht da, das zumindest ist hier noch da, ne? Make b, b. So, aber wie das dann geht, hier kommt meiner Meinung nach nie das mit der 1 wirklich vor. Weil, warum funktioniert das mit der 1? Jetzt trägt man die 1 hier wieder über die Seite an und dann hat man wieder den berühmten Höhensatz, ne? Der Hypotenusenabschnitt mal der Hypotenusenabschnitt ergibt diese Länge zum Quadrat. Ne? Also hier oben, wenn ich da jetzt das Quadrat darüber male, nicht schön, aber selten, so, das hier ist h Quadrat bzw. x Quadrat, also ist hier die Länge x. Aber witzigerweise fängt er hier mit der Länge x irgendwie an und verlängert das dann so komisch hier rüber. Und es kann sein, dass durch das, was hier unten steht, also da ist die Länge x, dass dadurch das, was hier unten steht, warum jetzt die Bilder wieder so langsam sind, witzig, ich darf mich nicht so schnell bewegen, verlängert das dann hier und legt dann diese Restlänge, den Unterschied zwischen x und b, da hinten wieder hin. Das scheint auch zu funktionieren. Mir ist nur nicht ganz klar, warum dann automatisch das hier 1 lang wird. Na gut, hätte man sich vorher mal genauer ansehen sollen. Gut, dann machen wir erstmal hier die Schlüsse, das ist doch leicht. Wenn A, dann B, B, A, irgendein einfaches Beispiel. Zum Beispiel, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar, könnte man für den oberen Satz nehmen.
Und wenn Sie jetzt sagen, 4 ist durch 4 teilbar, könnten Sie als B nehmen. Und dann können Sie sagen, 4 ist durch 2 teilbar. Und übrigens wichtig, Sie können dann nicht sagen, also wenn 4 durch 2 teilbar ist, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. 2 ist durch 2 teilbar, also ist 2 durch 4 teilbar, funktioniert nicht, weil da hätten Sie als zweite Aussage ja dann hingeschrieben, aber. Da ist wirklich wichtig, dass da B was steht. Wenn A, dann B, nicht B, also nicht A. Wenn, können wir wieder genau dasselbe Beispiel nehmen, natürlich. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. 2 ist nicht durch 4 teilbar. Na, also, Moment, 2 ist nicht durch, Moment. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Ja, aber funktioniert ja dann nicht, ne? Weil wenn, also der Schluss kommt mir dann komisch vor, habe ich da was falsch aufgeschrieben? Weil ich könnte ja sagen, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, ja, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Ja, das haut aber nicht hin. Na, das haut nicht hin, was da steht. Nicht, das ist genau falsch, ne? Das muss heißen, nicht A, daraus folgt dann nicht B. Weil sonst ist das Quatsch. Falsch aufgeschrieben, muss ja mal in den Folien noch korrigieren. Weil sonst würde das ja mit der 2 funktionieren, was ich gerade gesagt habe. Wenn eine Zahl, ne? Also das ist keine, und das stimmt ja auch, Sie kennen das doch mit der, das ist ja im Grunde genommen, na Moment, wie geht denn das mit der aus A folgt B steht oben und unten steht jetzt nicht, ja, das wäre aber richtig. Ah, ja, genau, weil ich die Aussage falsch gemacht habe. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. War alles in Ordnung? Aber 3 ist nicht durch 2 teilbar. Und dann stimmt's, weil 2 wäre ja durch 2 teilbar. 2 kann ich da nicht als Gegenbeispiel, ich habe es falsch gesagt. So, der Schluss ist so schon völlig richtig, weil das kennen Sie ja auch als Beweisprinzip durch Kontraposition. Das ist ja oft so, dass es leichter ist, diese Richtung zu zeigen als diese Richtung. Das ist genau der Ding, so hypothetischer Syllogismus. Da hat man quasi zwei Folgerungen, wo man gar nicht weiß, ob sie stimmen. Ja, aber da kann man ja alles Mögliche nehmen. Wenn eine Zahl durch 8 teilbar ist, dann ist sie auch durch 4 teilbar. Wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Wenn eine Zahl, also wenn eine Zahl durch 8 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. A oder B? Ich trinke immer entweder Kaffee oder Tee. Ich trinke heute keinen Kaffee, also trinke ich heute Tee. Kein mathematisches Beispiel. Eine Zahl ist gerade oder ungerade, 3 ist nicht gerade, also ist 3 ungerade. Und das funktioniert auch. Wobei, das wäre ja sogar ein ausschließendes Oder und das ist da gar nicht verlangt. Das funktioniert auch bei einem nicht ausschließenden. Aber wenn ich sage, ich trinke immer Kaffee oder Tee, könnte das ja auch heißen, ich trinke sowohl Kaffee als auch Tee. Aber wenn ich dann sage, heute trinke ich keinen Kaffee, dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann muss ich auf jeden Fall Tee trinken. Das geht nicht. Was anderes ist dann nicht mehr erlaubt. So, mit dem Xenon. Da brauchen wir jetzt mal den Block vom Herrn. Scheiber. Nicht, dass ich wieder Egger sage. So, gut. Was haben Sie denn da rausbekommen für T und D bei A? Und D? Da muss ja eigentlich irgendwas Periodisches sein. Ne? Jetzt habe ich ja dasselbe hingeschrieben. So? 510. Ah, das hat er ja dann geschickt gemacht mit den Serienwellen, dass man nicht sofort die Periode sieht. So.
Ja, da müsste man jetzt noch ein bisschen weiterrechnen, bis man dann sieht, wo die Periode ist. Die meisten machen das mit Zehnteln, dann sieht man das schneller direkt, dass das eine periodische Zahl ist. Und der Trick ist ja eigentlich hier bei Aufgabe B, dass man jetzt quasi sich immer von unten annähert, aber dann weiß, okay, es gibt eine fixe Grenze. Also hier bei dem, es geht ja los mit 500 Meter, dann ist der nächste Schritt, ist glaube ich 10 Meter, ne? Dann war der nächste 0,2 Meter, 0,04. Ah, das ist auch eine geometrische Reihe, aber eine, ja, ja, das ist irgendwie, und dann 0,08. Und dann wird es wahrscheinlich weitergehen, 0,0016 hier und so weiter. So, ja. Aber geometrische Reihe, wissen Sie, die konvergiert. Also wissen wir heute, die konvergiert gegen fixen Wert. Also das hat einen Grenzwert und sobald Sie bei 52 Sekunden gucken, hat er überholt. Und der Trick von dem Zenon ist, der guckt quasi immer bei den Gliedern der geometrischen Reihe. Und da ist das immer so, also bei jeder Teilsumme dieser geometrischen Reihe, so bleiben Sie an der Stelle, wo der noch nicht eingeholt hat. Wenn Sie jetzt nur einen Millimeter weiter gucken würden, dann wäre es schon vorbei, dann hätte der schon überholt. Warum, also kann man, jetzt sagen dann einige, ah, das finde ich dann auch gar nicht paradox. Was ist an der Vorstellung irgendwie paradox oder schon schwierig ist, dass man sagt, ich habe da unendlich viele Summanden, also ich addiere immer wieder was auf und das bleibt unter einer Grenze. Und das war irgendwie schwer vorstellbar oder zumindest schwer zu vereinen mit der Vorstellung, dass es irgendwie so Atome gibt, also so, es gibt unendlich kleine Teile. Ja, aber wenn ich dann immer irgendwas zusammenlege, ja, da muss ja irgendwann, muss ja mal jede Grenze übersprengt sein. Da gibt es ja auch diese Geschichte, dass also in einen Koffer gehen unendlich viele Taschentücher. Und, weil eins mehr kriegt man eh immer noch rein. So, ja. Aber wenn das stimmen würde, kann man das ja immer so weitermachen. Also das ist so eine schwierige Vorstellung. Oder es hat auch ernstere Probleme, machen natürlich solche Vorstellungen auch, wenn Sie so eine, diese geometrischen Wahrscheinlichkeitsvorstellungen oder was haben. Wenn Sie jetzt sagen, Wahrscheinlichkeit, wenn ich hier so ein 1 mal 1 Quadrat hernehme, und lass es jetzt zufällig da drauf regnen, dann wird wohl jeder sagen, dass ich links von dieser Seite lande, hat die Wahrscheinlichkeit 1/2. Und dass ich rechts davon lande, hat die Wahrscheinlichkeit 1/2. Jetzt ist aber die Frage, welche Wahrscheinlichkeit habe ich denn genau auf der Linie zu landen? So, und da kommt aber 0 raus, wenn man mit einem ordentlichen Wahrscheinlichkeitsbegriff arbeitet. Ja, aber wie entsteht dann eigentlich die Fläche? Die Fläche soll ja lauter Linien sein, aber jede Linie hat die Wahrscheinlichkeit 0. So, wie soll ich denn da jemals auf 1 kommen? Also man kann dann sagen, diese Kalküle, die man dann später eingeführt hat mit der Analysis und die Regeln für die Grenzwerten, die kriegen das irgendwie in den Griff. Aber das Unendliche bleibt eine ganz schwierige Vorstellung, das unendlich Kleine in dem Fall. Gut, das war, glaube ich, nicht so schwierig. Zumindest nicht für die Leute, die bei Herrn Kaduns die Geometrie schon bestanden haben. Für die muss das aus dem FF gehen. So, schauen wir mal. Also erstmal, hier sind ja schon einige Sachen vorweggenommen, dass diese Dreiecke da gleichschenklich sind, weil da jeweils der Radius auftaucht. Und hier hatten wir auch den Radiusanlauf, sind die auch gleichschenklich. So, was wissen wir denn dann über das hier? Und über das hier, darum geht es ja vor allem. Gamma zweimal Beta. Dieser hier oder der? Der hier. Hier. Der ist auf jeden Fall 180 minus Gamma, weil das Nebenwinkel sind. Ja. Ja, durch das Dreieck, genau. Minus Gamma ist gleich 180 minus 2 Beta. Vor Gamma ist gleich 2 Beta. So, und jetzt geht es hier wieder weiter. 2 Beta, 4 Beta. Ich schreibe mal direkt so.
So, und der. Gut, also wieder das Wegziehen 4 Beta ist gleich Alpha minus Beta Vorzeichenfehler nicht? Plus Beta. Ja, sicher. Minus, minus, aber dann auch noch wieder das Minus, was ich hier vorne gekürzt habe. Ja. So, jetzt haben wir es aber. Alpha ist gleich 3 Beta. Oder 3SZ, weil ich kein Beta schreiben kann. Gut. Ja, das war eigentlich ein netter Beweis. Aber halt, wie gesagt, der Haken ist, diesen Punkt zu finden, geht halt mit Zirkel und Lineal nicht und so. Deswegen bleibt alles richtig, was wir über die Nichtkonstruierbarkeit gehört haben. Zu dem dritten Problem mit der Würfel. Ui, ui, ui. Meine, ich kann nicht mehr alt tappen. So, okay, jetzt bin ich drüben. Zu dem dritten Problem, es gibt ja diese drei klassischen Probleme der Antike. Quadratur des Kreises hatten wir schon, kommt heute auch noch mal wieder. Würfel verdoppeln und das, was wir gerade gemacht hatten, Winkel dreigeteilt. Würfel verdoppeln kommt dann ein bisschen später, weil das hängt eng mit den Kegelschnitten zusammen. So, also kommen wir noch mal wieder zur Kreismessung. Da hat der Archimedes auch deutliche Fortschritte gemacht. Zu seiner Zeit war schon bekannt, dass für alle Kreise die Durchmesser im selben Verhältnis zum Umfang stehen. Also man musste, konnte auch zeigen, Umfang geteilt durch Durchmesser muss irgendeine Konstante sein. Egal, ob jetzt der Durchmesser 10 ist oder der Durchmesser ist 100, das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser, das muss konstant sein. Aber wie die Konstante lautet, Pi, das wusste man halt noch nicht. So. Und man wusste auch für alle Kreise, das haben wir letztes Mal sogar schon benutzt bei dieser Quadratur der Möhnchen. Für alle Kreise und deren Durchmesser und deren Flächeninhalte gilt, dass das Verhältnis vom Flächeninhalt zu Durchmesser Quadrat konstant ist. Da habe ich jetzt extra geschrieben d, weil was man nicht wusste und was aber Archimedes gezeigt hat, ist, dass c dasselbe ist wie d, also dass das beides mal dieselbe Konstante ist. Das wäre ja auch nicht zwingend. Also kann ja sagen, aber bei allen Kreisen ist das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser immer gleich und das Verhältnis von Fläche zu Durchmesser Quadrat ist auch gleich, aber das eine ist 3,14 und das andere ist 2,75. Also da spricht ja erstmal nichts gegen, dass das so ist. Aber er zeigt jetzt, also er zeigt jetzt nicht, dieses ist gleich Pi. Pi haben die Griechen auch gar nicht benutzt als Abkürzung für die Kreiszahl. Er zeigt nur, diese beiden Konstanten müssen gleich sein. Das hat einen gewissen Vorteil, weil dann kommt als nächstes, was er auch noch macht, was wir uns aber heute nicht ansehen, ist, er macht dann Näherung für den Umfang durch dieses Einbeschreiben von regelmäßigen Polygonen. Aber das macht sowieso fast jeder da mal in der Schule mit. Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so interessant, dass man noch mal zeigt, wie approximiert man da eigentlich den Umfang durch einbeschriebene und unbeschriebene N-Ecke. Das kennt eigentlich jeder. Das Interessantere ist jetzt hier, wie zeigt man, dass man dann eigentlich keine Annäherung mehr für die Fläche machen muss, sondern diese Zahl für die Fläche benutzen kann. Weil das auch so ein ganz, ganz typischer A-Ausschöpfungsbeweis ist und B auch diese doppelte Reductio ad absurdum davor kommt. Ja, da freut sich der Lateiner. So, wir brauchen da ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel diesen Satz hier: Die Fläche P eines regulären N-Ecks ist immer ein halb mal Höhe mal Umfang, wobei Höhe ist sozusagen sowas wie der Radius von dem Polygon. Und da unten ist das gezeigt, natürlich in moderner Schreibweise. Summenzeichen haben die nicht gehabt. Was man sich überlegen kann, man nimmt jeweils diese Dreiecke, wo eine dieser Seiten des regulären N-Ecks b, also die Grundseite ist, und deren Höhe. Dann ist das natürlich ein halb mal Höhe mal Grundseite. Dreiecksformel, davon habe ich n Stück, so und n mal diese Seite B ist aber ja genau der Umfang. Die Seiten zusammen addiert ergeben den Umfang. Also ist das wohl richtig, was da steht. So, das brauchen wir nachher. So, jetzt kommt die berühmte Proposition 1 aus dem Büchlein Kreismessung. Die Fläche eines jeden Kreises entspricht einem rechtwinkligen Dreieck,
bei dem eine der Seiten um den rechten Winkel gleich dem Radius um die andere gleich dem und die andere gleich dem Umfang des Kreises ist. Also in unserer Sprache, die beiden Katheten sind einerseits der Radius und andererseits der Umfang des Kreises. Und weil das ein englisches Buch ist, aus dem das stammt, steht da C und nicht U. Circumference oder wie das heißt. Ja. So, das will er jetzt zeigen. Und das macht er durch diese doppelte Reductio ad absurdum. Er sagt jetzt, ich tue mal so, als wäre die Dreiecksfläche kleiner als die Kreisfläche und führe das zu einem Widerspruch. Und dann sagt er, ich tue mal so, als wäre diese Dreiecksfläche größer als die von dem Kreis. Auch wieder, das hier ist kein Widerspruch gegen die Nicht-Quadrierbarkeit des Kreises, weil der Witzbold hat uns ja gar nicht gesagt, woher er weiß, wie lang der Umfang ist, den er da als eine Seitenlänge nimmt. Also die müsste man ja erstmal irgendwie rausbekommen. Und das schafft man mit Zirkel und Lineal gar nicht. Aber man kann dann zeigen, wenn man so ein Dreieck konstruieren könnte, dann hätte es tatsächlich denselben Recheninhalt. Ja, man merkt, die mochten das hypothetische Denken in der Antike. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie macht er das? Naja, der macht das so, also um schon mal die Beweisidee einfach vorab zu haben. Die Kreisfläche, die Dreiecksfläche. Ich sage jetzt, die Dreiecksfläche ist kleiner. Andererseits wusste der aber schon, ich kann da ja regelmäßige N-Ecke reinschreiben. Und der macht das jetzt so, der sagt einfach, ich finde so ein regelmäßiges N-Eck, das ist zwar größer als das Dreieck, aber notwendig immer noch kleiner als der Kreis. Und dann habe ich einen Widerspruch. Und dann macht er dasselbe. Ich nehme an, das Dreieck ist größer als der Kreis. Dann sagt er, nein, ich finde zwischen Kreis und dem Dreieck aber immer noch ein unbeschriebenes N-Eck, was genau dazwischen passt, und führt das dann auch zum Widerspruch. Das ist die Beweisidee. Deswegen brauchen wir da den Satz mit dem Polygon und der Höhe. Das werden wir gleich sehen. So, weil ich faul war und den komplett auf die Folie geschrieben habe. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Also Bildchen bleibt noch mal oben. Wir nehmen mal an, die Kreisfläche A ist größer als die Fläche des Dreiecks. So, dann ist also A minus T positiv, echt positiv, der Unterschied zwischen Kreisfläche und Dreiecksfläche. So, jetzt wusste er, jedem Kreis kann ein regelmäßiges N-Eck einbeschrieben, für dessen Flächeninhalt gilt, dass Kreisfläche minus diese Polygonfläche, der Unterschied ist kleiner als Kreisfläche minus die Fläche von dem Dreieck. Warum gilt das? Also er sagt, ich kann ein Polygon finden, das dem Kreis ähnlicher ist als dieses Dreieck vom Flächeninhalt her, das da näher dran ist. Warum geht das? Weil er zeigen konnte, ich komme der Kreisfläche beliebig nahe. Das macht man dadurch, dass man einfach zeigt, hier bleibt ja eine Restfläche immer so zwischen dem Polygon und dem Kreis. Und man zeigt jetzt, wenn ich den nächsten Schritt mache, dass ich mehr als die Hälfte wegnehme. Wenn ich mehr als die Hälfte wegnehme, dann komme ich unter jede Grenze. Das ist klar, weil das wird dann immer mehr als die Hälfte weggenommen von dem Rest, also wird das kleiner als jede Grenze. Das ist eine Argumentation, die Sie wahrscheinlich auch in der Analysis öfter mal benutzt haben. So. Und dadurch konnte er sagen, naja, wenn das jetzt echt kleiner ist, also das hat einen positiven Abstand, die Dreiecksfläche zu der Kreisfläche, da passt da aber immer noch eins zwischen. So, und jetzt wird ein bisschen gerechnet, dann kriegt er da raus, aha, dann wäre das ja wohl so, dass das Dreieck eine kleinere Fläche hat als das Polygon. So, und jetzt zeigt er, das kann aber wegen der ganzen Formeln gar nicht stimmen, sagt er jetzt, weil für dieses N-Eck ist das ja wohl sicher so, dass die Höhe kleiner ist als der Radius von dem Kreis. Also man kann da nicht ein Polygon einschreiben, wo das H hier länger wird als der Radius, da fehlt immer noch so ein Stück. So, und außerdem ist auch, wenn das ein einbeschriebenes Polygon ist, der Umfang immer kleiner als der Kreisumfang. Das kann man auch zeigen. So, also jetzt habe ich also, das H ist kleiner und das U ist kleiner. Also kann ich das ersetzen. Dann steht da also 1/2 mal H mal UP, was die Fläche von dem Polygon ist. Das hatten wir uns gerade angesehen. 1/2 mal Umfang mal Höhe ist die Fläche von dem Polygon. Und jetzt sagt er, das H ist kleiner als das R, also 1/2 mal R darf ich schreiben. Und außerdem ist auch noch sogar das UP
kleiner als das UK, also kann ich auch das UP ersetzen durch UK. Jetzt steht da ein halb mal R mal UK. Ja, aber ein halb mal R mal UK, das ist ja gerade das hier oben. Ne? Also hier, diese Länge hier ist ja der Umfang vom Kreis und das R ist das und ein halb ist die Fläche von dem Dreieck. Also steht hier in Summe, die Polygonfläche ist aufgrund der Formeln kleiner als die Dreiecksfläche. Hier oben hatte ich aber gerade gezeigt, die Dreiecksfläche ist kleiner als die Polygonfläche. So, zack, Widerspruch. Das ist die erste Reductio ad absurdum. Das Argument lässt sich nicht halten. Das Dreieck, was als eine Seite den Radius und als andere Seite den Umfang hat, kann gar nicht kleiner sein als die Polygonfläche. So, und das beschleunige ich jetzt mal etwas. Umgekehrt funktioniert das genau so. Also ist genau dasselbe Argument, nur mit etwas anderen Zahlen. Jetzt sage ich, ich kann jedem Kreis ein Polygon umschreiben, sodass die Polygonfläche größer ist als die Kreisfläche. Und damit aber immer noch näher an der Kreisfläche als dieser Unterschied, den ich angenommen habe, von Dreiecksfläche zu Kreisfläche. So, und jetzt mache ich da wieder denselben Spaß, nur mit anderen Voraussetzungen. Nicht? In diesem Fall weiß ich, bei umschriebenen Polygonen ist der Radius genau die Höhe von diesem Polygon. Und dann weiß ich wieder, da ist jetzt der Polygonumfang größer als der Kreisumfang. Also kann ich da das genau am Moment, da ist noch irgendwas falsch. Das hier, na doch nicht, das ist auch richtig. Der Umfang, klar, der Umfang ist größer, wenn es umschrieben ist. Na. So, und da kommt daraus, P ist größer als T. So, jetzt habe ich da einen Widerspruch. Also die Polygonfläche kann auch nicht hinhauen. So, und insgesamt habe ich jetzt gezeigt, dass einerseits die Annahme A minus T ist größer 0, also die Dreiecksfläche ist größer als die Kreisfläche, das führt auf einen Widerspruch. Und die Annahme, die Dreiecksfläche ist kleiner als die Kreisfläche, führt auch auf einen Widerspruch. Und damit habe ich dann, es bleibt nur übrig, der Unterschied zwischen beiden ist 0, also die Kreisfläche ist genau die Dreiecksfläche. Und das nennt man Beweis, doppelten Widerspruchsbeweis. Also Quadratur der Parabel, das machen wir jetzt nicht ganz so ausführlich wie die Kreismessung, weil es auch sehr ähnlich funktioniert. Das ist natürlich interessant, weil das so eine nicht ganz triviale Kurve ist und dass man das da schaffen kann, eine Quadratur zu zeigen, ist ja interessant. Allerdings ist das auch hier keine Quadratur mit Zirkel und Lineal natürlich. Das ist nur wieder was, wo man sagen kann, ich weiß dann nachher, was die Fläche ist. Wir können uns das jetzt auch immer so, es ist eigentlich nicht die ganze Parabel logischerweise, weil die wäre ja offen. Das ist ein Parabelsegment und man kann das auch immer so denken, dass man sagt, wenn einen die Variablen stören, man nimmt einfach diese minus x-Quadrat-Parabel und die dann um 1 verschoben nach oben und jetzt guckt man sich das an in diesem Quadrat. Also das k wäre sozusagen minus 1, 1, das c ist 0, 1, das i ist 1, 1 und so weiter. Also das ist quasi dieses Quadrat, was oberhalb der x-Achse direkt liegt, das minus 1 Quadrat und das plus 1 Quadrat. Dieses Stück der Parabel guckt man sich eigentlich an. Also so habe ich zumindest auch das Bild gemalt. So. Und wenn man sich das jetzt überlegt, okay, dann ist natürlich unten dieses Dreieck zum Beispiel ist genau ein halb. Ein halb links und ein halb rechts, also 1 groß. Und weil das sind ja 2 Einser Quadrate. Und jetzt kommen diese nächsten kleinen Quadrate drauf. Und da kann man zeigen, aufgrund der Eigenschaften der Parabel, insbesondere diesem Reflexionsgesetz, das sieht da ja so ein bisschen, da gibt es ja immer dieses, wenn so eine Dings auf die Parabel trifft, geht es im selben Winkel wieder raus. Das benutzt man unter anderem und kann dann zeigen, immer wenn man so eine Figurergänzung macht, wie sie da steht, also über den Seiten mitten normal hochgeht und wieder auf die Parabel drauf, und die Dreiecke sich anguckt, dass die dann zusammen ein Viertel der Fläche haben von dem, was das letzte Dreieck hatte, was man sich angesehen hat. Also das habe ich jetzt, irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen. Ich wollte das eigentlich auch noch so mit GeoGebra, dass man da an so einem Schieberegler rumdengeln kann. Man könnte jetzt hier dasselbe wieder machen, Mitte auswählen, nach oben gehen und hier wieder rüber. Und dann wäre das wieder so, die zwei Dreiecke, die hier oben über diesem Dreieck liegen, die sind auch wieder genau ein Viertel groß. Das heißt, dass eigentlich die geometrische Reihe mit dem Faktor
mit dem Quotienten ein Viertel dahinter, hinter der Folge der Dreiecke, die da entstehen. So, das gilt also wirklich analog bei jeder weiteren Halbierung. Also ist die Polygonfläche insgesamt die Fläche, die man davon ABC hat. In unserem Fall wäre das einfach 1 plus ein Viertel plus ein Viertel Quadrat plus ein Viertel hoch 3. So, und da wissen Sie, 4 Drittel. Es kommt da raus. Das stimmt auch. Können Sie mal bei GeoGebra ausprobieren. Ja? Nein, wenn Sie es erst dann glauben oder mit einem Taschenrechner oder sowas oder mit Integralrechnung, da kommt halt 4 Drittel raus. So, und wie hat jetzt der Archimedes ist auch auf 4 Drittel gekommen, wie hat der das gemacht? So, eine wichtige Erkenntnis hatte er auch, die Differenz zwischen Polygon und Parabelfläche kann ich wieder beliebig klein machen. Da ist auch wieder das, dass man sagen kann, diese zwei Dreiecke, die da reinkommen, die nehmen eben mehr als die Hälfte der noch fehlenden Fläche weg. Und damit wird das wieder kleiner als jede Grenze, dieses typische Argument. So, oh, da hätte ich aber eigentlich noch gerne, ja, sehen Sie, das kommt, wenn man die Folien so spät fertig macht, dann fehlen die Animationen. Jetzt hat man gleich diese ganze Wall of Text. Ich wollte das eigentlich so schön einblenden nach und nach. Also welchen Wert hat denn jetzt diese Dreiecksfläche plus ein Viertel, die Fläche plus nochmal ein Viertel? So, da benutzen wir folgenden Satz, eine endliche geometrische Reihe, A, B, C, mit den Teiltermen A, B, C, D, Punkt, 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 E, X, X ist das letzte Glied, wo immer B ist ein Viertel mal A, B ist das Vierfache von A, C, so rum sind die gesortiert, ne? Ja, ich glaube schon. So, mit Quotient ein Viertel, A geteilt durch B ist ein Viertel, B geteilt durch C ist ein Viertel, so. Ja, wie wird das jetzt bewiesen? Der schaut sich an, b plus b Drittel, das ist offensichtlich 4 mal b Drittel. Und weil a das Vierfache von b ist, also doch so rum, ist das dann a Drittel. A ist das Vierfache von b, also ist doch b, a das Größte. So, okay. C plus C Drittel ist viermal und so weiter. Und der letzte Term ist dann X, ist ja eine endliche geometrische Reihe. X plus X Drittel ist gleich 4 mal X Drittel, also E Drittel. Jetzt addiert er alle Gleichungen auf, also alle linken Seiten und die rechte Seite und sortiert das um. Also erstmal die ganzen Einzelbuchstaben, B plus C plus E plus X. Und jetzt die ganzen Drittel. B plus C plus D plus plus X Drittel. Und auf der rechten Seite steht A Drittel plus B Drittel, das schreibt er direkt auf einen Nenner. Also so hat er es eh nicht hingeschrieben, das ist die vereinfachte Darstellung von Kaiser und Nöbauer. So, jetzt zieht der B plus C plus plus E Drittel ab auf beiden Seiten. Und addiert gleichzeitig A dazu. Also bei diesem B plus C plus Punkt, Punkt, Punkt plus E Drittel, da bleibt jetzt eigentlich nur noch das A Drittel stehen. Und es kommt noch ein neues A dazu, dann haben wir 4 mal A Drittel auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite steht A plus B plus C plus E plus X Drittel ist gleich 4 A Drittel. So, und jetzt ist man dann schon fast fertig. Jetzt zeigt er eben, dass keine dieser Teilsummen, dass man es zum Widerspruch führen kann, also wenn ich das X Drittel mal wegdenke, dann steht hier ja, die Summe der Reihe ist 4a Drittel. So, und jetzt zeigt er eben halt die Annahme, dass, also man findet immer irgendeine, die wenn ich annehme, dass diese Summe a bis x, die wäre für alle x, also egal wie groß ich das x mache, kleiner als 4a Drittel, dann würde ich immer noch eine finden, die dazwischen fällt. Und wenn ich annehme, dass das a plus b plus c plus e plus x für irgendein x größer wäre als 4a Drittel, dann finde ich aber auch wieder eine Reihe, die sozusagen zwischen dem 4 Drittel und dem Dings liegt. Also ist das beides zum Widerspruch geführt. Das heißt, wenn ich die Reihe beliebig lang machen darf, dann hat die tatsächlich den Wert 4 mal a Drittel. Und unser a war ja 1, also 4 Drittel. Das ist da der Beweis von der Parabelfläche. Aber der Trick ist hier mit dieser Addition. Und da,
Das ist auch das, wo sozusagen implizites Grenzwertargument drinsteht, weil da wird damit, hier werden eigentlich so unendliche Summen dann irgendwann addiert und deswegen ist das nicht ganz ohne Analysis, auch wenn es so aussieht. Gut, die Konika. Auf der Seite sehen Sie so eine Abschrift der Konika aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, die in einer der Bibliotheken der Universität of Oxford aufbewahrt wird. Bei den Konika ist das so, da gibt es, die ersten vier Bücher sind sogar auf Griechisch überliefert, die nächsten drei auf Arabisch und das letzte Buch gibt es gar nicht mehr. Auch bei den Konika ist das so, dass es einen Kommentar sowohl von dieser Hypatia gibt, als auch von deren Vater. Aber da man davon ausgeht, dass tatsächlich diese Kommentare oder überarbeiteten Versionen von der Hypatia komplett verloren gegangen sind und die Abschriften, die man da hat, dann eher Urkonika sind oder andere Kommentare. Ja, was ist da quasi neu mit... Oder erstmal vielleicht zum Apollonius, da sagt hier der Wussing, der hat auch in Alexandria studiert, an dieser großen Akademie da, an diesem Musentempel und gehört zu den bedeutendsten Mathematikern und Astronomen der Antike, steht aber immer so ein bisschen im Schatten von dem Archimedes. Das ist so wie mit dem Salieri und dem Mozart. Haben Sie ja vielleicht mal in den Film gesehen, Amadeus, wo das sehr schön, sehr, sehr empfehlenswerter Film, wo das irgendwie sehr schön rauskommt. Und so ähnlich könnte man auch einen Film mit Archimedes und Apollonius machen. Neu ist für den, dass er erstmals einheitlich die Kegelschnitte als Schnitt durch so einen Doppelkegel gemacht hat. Das ist jetzt doof, das habe ich so klein gemacht, dass man es nicht gut sieht. Hier ist das auch mit einem Doppelkegel, also ein gerader Doppelkegel. Vorher war das so, da war der eine Schnitt war durch einen schiefen Kegel, der andere war durch einen geraden Kegel und so weiter. Also es war jeder Kegelschnitt anders definiert. Und der hat dann aber gesagt, ach, guck mal, ich kriege ja die Parabel, die Ellipse und die Hyperbel alle in denselben Kegel rein, wenn ich so einen Doppelkegel nehme. So, und natürlich gibt es auch noch Kreise und Punkte und zwei Geraden, aber das bringt Ihnen alles der Herr Kade uns bei. So, da müssen wir heute nicht drüber reden. Auch die Bezeichnungen Ellipse, Hyperbel und Parabel gehen auf dieses Buch Konika zurück. Und woher die stammen, schauen wir uns auch gleich noch an. Und dann, Wussing weist auch darauf hin, dass das irgendwie eine mächtige Leistung ist, habe ich vorhin schon gesagt, ohne Formelsprache und ohne Koordinaten die ganzen Sachen dazu machen, führt aber auch dazu, dass das für einen modernen Leser fast unverständlich ist. Und wir lesen jetzt auch nicht irgendwie Originaldings dann und auch nicht übersetzte Originalpassagen aus dem Buch raus, sondern schauen uns da was an, wo jemand das für ein Schulbuch aufbereitet hat. Da ist es dann hoffentlich soweit verständlich. Ja, aber es war im Prinzip so das ganze elementargeometrische Wissen über Kegelschnitte drin, deren Achsen, Asymptoten, Tangenten, Mittelpunkte, Brennpunkte, Polare, Pole, alles da, ist alles in dem Buch schon drin. Viel mehr, als Sie heute in der Oberstufe unterrichten, wobei Sie das ja eh nicht mehr unterrichten, weil es nicht in der Zentralmatura vorkommt. So, aber es steht zumindest noch im Lehrplan. Gut, warum, vielleicht kurz vorab, warum waren die da eigentlich so heiß auf Kegelschnitte? Unter anderem wegen dem Zusammenhang mit dem Problem der Verdopplung des Würfels. Also Verdopplung, jetzt kommen die Folien, die irgendwo zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr entstanden sind. Das muss natürlich 2a hoch 3 heißen, ne? Und nicht 2a3 an der Stelle. Gegeben sei eine Strecke der Länge a zu konstruieren, ist eine Strecke der Länge y, so dass y hoch 3 ist gleich 2a hoch 3. So. Also das Problem kommt ja eigentlich daher, dass da dieses delische Orakel, denen da die Aufgabe gestellt hat, den Würfel vom Volumen her zu verdoppeln. Und jetzt ist ja wieder so, das heißt also, ich muss diese Seitenlänge irgendwie durch eine Zirkellinealkonstruktion erzeugen, also sage ich, ich erzeuge eine Länge, für die das gilt. Das, was in Klammern steht, also ist wieder die moderne Interpretation. Also y ist gleich dritte Wurzel aus 2 mal die Länge von dem eigentlichen Würfel. Und da hatte ich Ihnen ja letztes Mal schon erzählt, dass das ein Problem ist, weil Wurzel 3 durch 2 keine konstruierbare Zahl ist, weil die nicht in den quadratischen Körpererweiterungen der rationalen Zahlen liegt, also nicht als
als vielfache Aneinanderreihung oder Hintereinanderausführung von Wurzeln darstellbar ist, also von einfachen Quadratwurzeln. Nur das kann man konstruieren, also nur Wurzel 2, Wurzel 4 und deren Summen und so weiter. Wurzel 3 funktioniert nicht. Aber um das zu zeigen, braucht man Galois-Theorie. Also muss man mindestens mal algebraische Strukturen beim Herrn Heuberger bestanden haben, sonst versteht man das nicht. So. Gut, wie kommen wir jetzt zu den Kegelschnitten? Ja, schon bei Hippokrates hat man gemerkt, das kann ich zurückführen auf folgendes Problem, die mittlere Proportionale zu finden, also zwei Zahlen y und x zu finden, sodass a zu y oder a durch y, wenn Sie das leichter lesen können, dasselbe ist wie y durch x und das wieder dasselbe Verhältnis ist wie x durch 2a. Wenn man diese zwei Zahlen findet, die in diesem mittleren Verhältnis stehen, dann könnte man die Gleichung lösen. Das ist da unten auch aufgeführt. Man kann da jetzt hingehen und multipliziert da ein bisschen rüber. Dann entsteht daraus einerseits die Gleichung ax ist gleich y Quadrat oder es entsteht die Gleichung 2a ist gleich xy. Und das kann man noch wieder ein bisschen rumrechnen. Und dann steht am Ende y hoch 3 ist gleich 2a hoch 3 da. Und auf diesen Zwischenstationen, die da stehen, stehen aber jeweils Kegelschnitte. Das hier sind alles drei Kegelschnitte. So, und jetzt geht das noch einen Schritt weiter bei dem Herrn Menaichmos. Das ist auch noch vor Christus sogar. Der zeigt jetzt, ich kann diese drei Parabeln schneiden und wenn ich da die gleichsetzen würde, würde da auch wieder rauskommen, y hoch 3 ist gleich dritte Wurzel und so weiter. So, und damit hat er gezeigt, wenn ich weiß, wie ich zwei Kegelschnitte schneide, zum Beispiel hier die Hyperbel mit der Parabel, dann würde ich tatsächlich einen Punkt finden, der diesen Term dritte Wurzel aus 2, a ist gleich a mal dritte Wurzel aus 2, enthält. Gezeichnet ist es hier für a gleich 1, sonst würden sich die Parabeln etwas anders öffnen. So, und deswegen hatten die so ein verstärktes Interesse auch unter anderem an den Kegelschnitten, weil man da so auf der Spur war, diesem Problem der Würfelverdopplung. Jetzt hätte man noch wieder zeigen müssen, kann ich die Punkte der Kegelschnitte da auch irgendwie mit Zirkel und Lineal einzeln konstruieren. Das geht aber leider nicht. Aber es ist so, das Problem der Würfelverdopplung lässt sich durch Schnitt von Kegelschnitten lösen. So, jetzt, wie kommen die zu ihren Namen? Ups. Durch Flächenanlegungen. Hier sehen Sie die Aufgabe, ein Rechteck mit Zirkel und Lineal in ein flächengleiches Quadrat verwandeln. Die hatten wir gerade schon, als Sie da an dem Übungszettel dran waren. Hier ist die nochmal gelöst. Und hier ist die auch so gelöst, glaube ich, wie sie ohne den Spaß mit der 1, den ich da vorhin benutzt habe. Apollonius unterscheidet drei Fälle. Wir sagen mal, das rote Rechteck 0 ABC soll in ein flächengleiches Quadrat, dieses Y-Quadrat, verwandelt werden. Dazu setzen wir den Zirkel in 0 ein und erhalten durch Abschlagen der Länge 2p auf der negativen ersten Achse den Punkt D. Also ich gehe hier nochmal rüber und mache mir da ein D hin. Über der Strecke DC, also hier bis zu der anderen Ecke rüber, mache ich mir wieder einen Thaliskreis. Und jetzt, wo sich das hier schneidet, ja, das trage ich dann hier so rüber und da male ich mal das Y-Quadrat. Und jetzt ist das wieder eigentlich, das sieht man hier ein bisschen blöd, jetzt müsste ich eigentlich hier wieder das Dreieck reinmalen, dann würde ich wieder sehen, hier habe ich den einen Hypotenusenabschnitt, hier habe ich den anderen Hypotenusenabschnitt, hier habe ich die Höhe, also ist das hier wieder h² ist gleich 2p mal x. Also y² ist gleich 2px ist hier mit gelöst. Dieser Fall heißt Parabel, von griechisch Parabellein, gleichkommen. Das Rechteck kommt dem Quadrat gleich. Und natürlich habe ich auch hier keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen zu zeigen, wo man da jetzt die klassische Parabel sieht, weil die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Die sehen wir aber gleich. Nämlich dann, wenn ich mal hier, achten Sie mal darauf, wie sich der hier oben bewegt. Moment, doch,
Ui. Jetzt kann ich nichts bewegen. Okay, dann machen wir es mit Ortslinie. Ah, weil ich das Werkzeug ausgeblendet habe. Das war unclever. Ich habe das Werkzeug ausgeblendet, das man benutzt, um das rüberzuziehen. Ich müsste die Datei jetzt lokal öffnen. So, das ist ja blöd. Moment, das mache ich auch gerade eben. Öffnen mit App. So, also sieht man jetzt hier unten, jetzt sehen Sie auch schön, die Flächen bleiben da immer gleich. Die Konstruktion könnte ich da immer durchführen. Und alle Punkte, auf denen die sich bewegen, bilden halt da diesen Parabelbogen. Ja. Und genauso ist das bei den anderen Kegelschnitten im Grunde genommen auch. Ich repariere die Dinger noch, bei dem zweiten können Sie sich das dann zu Hause angucken. Hier für die Ellipse, woher kommt der Name Ellipse? Man macht das genauso mit diesem 2P, aber jetzt zieht man da so ein kleines Stück von ab und schlägt dann jetzt davon hier hoch und macht darüber den Thaleskreis. Dadurch hat man dann etwas, wo die Fläche y² gleich 2p minus dieses Reststück u ist, mal x. Oder man schreibt das so hin. Und das ergibt dann eben eine Ellipse. Und Ellipsein oder Ellipein heißt ermangeln. Und dann gibt es das auch noch mal, das gibt es auch als Applet, gucken wir jetzt auch nicht rein, weil ich wieder an den Punkt nicht ziehen kann. So, und dann gibt es das auch noch mal für die Hyperbel, da hängt man halt unten so ein kleines Stück U ran. Hyperbolein übertreffen. Und da könnte man jetzt auch wieder ziehen, da war ich aber zu faul, ein Bildchen für zu basteln. Gut, so, jetzt haben wir die klassische antike griechische Zeit verlassen und gehen so in die Spätzeit, 200 vor Christus bis 300 nach Christus. Also ein ziemlich großer Zeitraum eigentlich. Wir gucken aber nur in Diophantos rein, also wirklich sehr späte Zeit und werden heute sehr früh fertig. Ich lese da noch ein bisschen was vor über die Hypatia. So, gut. Diophant von Alexandria. Da kann ich jetzt auch wieder den Spruch aufsagen, den ich noch bei so ziemlich jedem Mathematiker der Antike aufgesagt hat. Über ihn ist nicht viel bekannt, außer dass er irgendwann gelebt hat und wahrscheinlich um 200 nach Christus. Mehr, genauer weiß man das gar nicht mit Lebensdaten. Und von ihm stammt halt dieses Arithmetica. So, da sehen Sie jetzt eine mittelalterliche lateinische Ausgabe, ich glaube so 1200 oder sowas. Steht da wahrscheinlich auch irgendwo, da unten steht ja irgendwas. MDC, wenn Sie römische Zahlen, also das ist sogar noch später. Ne? Was ist ein D nochmal? 1000, ja, so 1500, irgendwo, 1621 oder sowas. Ne? Oder was ist das da? Also doch etwas neuer dann. 13 Bücher, 6 sind griechisch überliefert, 4 hat man vor jüngerer Zeit, schreibt Wussing und Alten 2009, also wahrscheinlich so in den 90ern rum, überhaupt in arabischer Sprache gefunden und das letzte Buch gilt irgendwie als, oder die letzten beiden, die da noch, na drei, die da noch fehlen, die gelten als verschollen, aber es gibt so Rekonstruktionsversuche. Das ist eine vom Einfachen zum Schwierigen fortschreitende Sammlung von algebraischen Aufgaben. Als Lösungen sind anders, also wenn Sie jetzt heute sagen, diophantische Gleichung, dann meint man ja meistens ganzzahlige Lösungen. Das ist hier nicht gemeint, aber er lässt nur positive rationale Zahlen zu. Das mit dem Positiven ist natürlich noch so ein bisschen eine Verneigung oder kommt noch so ein bisschen aus der geometrischen Algebra raus. Der größte Unterschied ist hier zu der klassischen griechischen Mathematik, dass das, was wir da geometrische Algebra genannt haben, also die haben eigentlich nie Gleichungen oder so aufgeschrieben, wenn da nicht irgendein geometrisches Problem dahinter steht. Und die Lösungsverfahren, die da angegeben sind, bestehen auch immer in Konstruktionen. Also ein Problem gilt als gelöst, wenn ich nachweisen kann, es gibt eine gewisse Art von Konstruktion, die zu diesem Problem dann die Länge liefert, die x ist. So, dann unterscheidet sich das so ein bisschen klassisch euklidisch eben wirklich nur Zirkel und Lineal. Bei Archimedes auch irgendwelche technischen Geräte und physikalischen Argumente, die eingesetzt werden können. Aber es sind auf jeden Fall eigentlich immer geometrische Größen. Und das wird hier fallen gelassen.
Das merkt man insbesondere auch daran, dass es hier jetzt auf einmal eine Frage gibt wie: Suche ein Quadrat, das einem Kubus gleich wird. Und die Fragestellung macht für die geometrische Algebra gar keinen Sinn. Weil zum Beispiel, wenn wir sowas gelöst haben wie vorhin, x² ist gleich b, immer klar war, dass b ist dann eine Fläche. Also es ist nicht x² eine Fläche und das b ist dann eine Länge, sondern x² ist eine Fläche und das b ist dann auch eine Fläche. Und die Frage, ob ein Kubus einem Quadrat gleich wird, ist dann sinnlos, weil das hat verschiedene Dimensionen. Und das wird hier aufgegeben. Also jetzt werden die Größen für sich selbst genommen und gesagt, es ist auch okay zu fragen, wie wird was hoch 3 gleich was hoch 1 und so. Da könnten Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt bei Frau Schneider Algebra gelernt haben, da steigt quasi die Beweglichkeit beim Diophant. Da wird nicht mehr gesagt, das muss für geometrische Dinge stehen, sondern das können allgemeine Dinge sein. Ansonsten ist das aber sehr ähnlich wie diese babylonische oder mesopotamischen Algebra-Ansätze in dem Sinn, dass da Verfahren zur Lösung von Aufgaben angegeben sind, aber keine Theorie erläutert wird, die erklärt, wie man jetzt, wo das jetzt eigentlich herkommt und die das begründet. Und es gibt auch, also man kann nicht wirklich nachweisen, inwiefern der Diophant mit mesopotamischer Algebra in Kontakt gekommen ist, aber es wirkt irgendwie dadurch inspiriert. Auch so, es wird auch in Problemen mit konkreten Zahlen werden dann Lösungsverfahren erläutert. Ein paar davon schauen wir uns an. Sämtliche Typen quadratischer Gleichungen, die mussten ja verschiedene Typen unterscheiden, weil sie keine negativen Zahlen zugelassen haben. So, und dann muss man da teilweise etwas umstellen und kann nicht immer schreiben x² plus px plus q, sondern je nachdem, wenn das negativ ist, muss man das dann auf die andere Seite schreiben quasi, damit es wieder positiv ist. Und dann entstehen verschiedene Fälle der quadratischen Gleichung. Und die sind alle gelöst da drin. Es gibt unbestimmte Gleichungen in mehreren Variablen, wo dann Gleichungen für angegeben werden. Es gibt Gleichungssysteme, bestimmte und unbestimmte, die gelöst werden. Und es gibt eine kubische Gleichung und biquadratische Gleichungen werden gelöst. Und eine kubische Gleichung ist ganz besonders, weil das ist also die einzige Fundstelle, wo eine kubische Gleichung in der ganzen griechischen Mathematik gelöst wird. So, wie hat der geschrieben? Dafür ist er auch bekannt, das nennt man synkopierte Algebra. Das ist jetzt noch nicht die Formelsprache, wie wir sie kennen, aber der hat schon so Abkürzungen eingeführt. Das ist aber so für das, ich sag mal, für das römische, buchstabengewohnte Auge extrem schwer zu lesen. Also erstmal haben sie da dieses bescheuerte Zahlensystem, wo man das griechische Alphabet benutzt. Das hatten wir, glaube ich, schon bei Griechenland 1, wo man so sagt, Alpha ist 1 und geht dann sozusagen durch und kommt dann hinten bis 9000. Das sind die Zahlen. Und jetzt schreibt er M mit so einer 0 darüber für Einheiten. Unbekannter, also das, was wir x nennen würden, ist dieses komische kaputte S da. Und dann gibt es Quadrat, Kubus, Quadrato, Quadrat, also x hoch 4, Quadrato, Kubus, x hoch 5 und Kubo, Kubus, x hoch 6. So, und unten ist jetzt mal ein so ein Term hingeschrieben, x hoch 4 minus 3x plus 10, x Quadrat minus 7. Wenn man das jetzt mal von hier hinten liest, sieht man, also hier steht mal das x für unbekannt. Hier steht, dass das irgendwelche Einheiten hat. Das hier müssten wohl irgendwie, da steht das Minus. Also steht scheinbar hier minus 3, minus 3x steht hier hinten. Das ist natürlich lustig, dass er das hier oben auch noch falsch rum hingeschrieben hat, der Herr Alten. So, hier vorne haben wir den Kubus, das Quadrat. Quadrato Quadrat haben wir da. Also das x hoch 4, ja. Und dann haben wir einmal das x hoch 4. Dann haben wir hier das Quadrat. Das müsste jetzt 10 mal sein, ja, das ist dieses i. Ja, okay, minus 3 mal die Unbekannte. Und das Ganze mal die Unbekannte. Das ist aber komisch rum aufgeschrieben. Hinten ist die Unbekannte. Ne? Das ist der 7. X minus 7, ja, passt ja. Aber das Minus ist dann ja an der falschen Stelle. Das müsste ja hinter das. Ja, aber das kann es eigentlich in dem Fall nicht sein. Ich glaube eher, dass das dann ein Tippfehler bei dem Alten ist und das Minus gehört weiter nach da hinten.
Weil das ist unlogisch. Es kann ja nicht das Minus, wenn dann würde ja stehen, minus Unbekannte 3 mal x 7. Also das Minus gehört ja hier hin. Naja. Können wir jetzt nicht klären. Aber man sieht schon, dass das auf jeden Fall nicht sehr übersichtlich ist. Insbesondere, wenn man für die Unbekannten so ziemlich dieselben Zeichen benutzt wie für die Zahlen. Und jetzt musst du überlegen, der griechische Text, der da rundherum steht, ist ja auch wieder in denselben Zeichen geschrieben. Also das hat schon Vorteile, wenn man eigene Ziffernsymbole hat und dann nicht einfach sein ganz normales Alphabet für mitverwendet. Gut, deswegen schauen wir uns jetzt auch nur die eingedeutschten Sachen an. Also mal so ein paar ganz einfache Sachen. Eine gegebene Zahl in zwei Zahlen zerlegen, wenn deren Differenz gegeben ist. So, wir haben ja sehr viel Zeit, deswegen überlegen wir uns das jetzt erstmal immer zu Fuß, was da eigentlich gemeint ist. Eine gegebene Zahl, das ist eine bekannte Zahl. Sagen wir mal 1000, warum nicht, zerlegen in zwei Zahlen zerlegen, wenn deren Differenz gegeben ist. Also ich habe zum Beispiel x minus y ist gleich 100 und genau, x plus y gleich 1000. X plus y gleich. X plus y soll 1000 sein und x minus y gleich 100. So, wie lösen Sie das zum Beispiel durch Einsetzen wahrscheinlich? Schauen wir mal, wie er es gelöst hat. Er hat aber nicht 1000 und 100, das war jetzt nur meine Zählweise. Das ist aber gut, das Beispiel fangen wir dann gleich nehmen, um zu gucken, ob sein Beispiel auch eine allgemeine Lösungsstrategie angibt. So, Anfangszahl, er nimmt mal als Anfangszahl 100 und Differenz 40. X ist die kleinere Zahl. Also ist x plus 40 die größere Zahl, die Summe ist 2x plus 40, dann ist die kleinere Zahl 30 und die größere Zahl 70. So, schauen wir mal, ob wir das auch als System hinkriegen. X ist die kleinere Zahl, aha, also so soll ich das machen. Nur mit einer Variable macht er das. Also er sagt, x ist die kleinere Zahl plus 100 ist die größere Zahl und x 2x plus 100 ist dann 1000. Also ist x 450 und die größere Zahl ist 550. Ist tatsächlich also ein allgemeines Lösungsverfahren, was immer hinhaut. Ich meine, es fehlt doch der Schritt, wo man eigentlich mal sagt, so, nimm die 100 da noch weg und dann teile das durch 2. Das wäre es ja eigentlich. Also das funktioniert. Zwei Zahlen finden, deren Summe der Quadrate der Zahl gegeben sind. Also ich habe x und y, wo ich die Summe weiß und wo ich auch weiß, was die Summe von in Klammern x plus y zum Quadrat ist. Das ist da gefragt. Wie ist das gemacht? Sagen wir mal, die Summe ist 20 dann, und die Quadratsumme wäre 208. Jetzt bezeichnet er die Differenz mit 2x. Das ist irgendwie interessant. Ne? Es ist gar nicht eine der Zahlen mit x bezeichnet, sondern die Differenz. Dann sind die Zahlen x plus 10 und x minus 10. Und die Summe der Quadraten, das ist auch interessant. Man könnte das ja auch anders aufteilen. Ich könnte ja auch sagen, x plus 5 und x minus 15 wird genauso stimmen. Aber jetzt machen wir es halt mal so. Und dann ist 10 plus x zum Quadrat plus 10 minus x zum Quadrat gleich 200 plus 2x Quadrat. Aha, also folgt, was fehlt da noch? 2x Quadrat muss die 8 ergeben. Also x Quadrat ist gleich 4, also x ist gleich 2, also ist die kleine Zahl 8, große Zahl ist 12. So, das setzt natürlich, da ist jetzt nicht ganz so klar, wo das allgemeine Lösungsverfahren ist. Das hat was mit quadratischer Ergänzung natürlich zu tun. Das sehen Sie vielleicht. Ich schreibe das 10x mal 10 x, so dass ich dann da sehe, dass das da irgendwie hinhaut.
Aber das ist vielleicht nicht ganz so leicht. Wenn wir da jetzt irgendeine andere Zahl nehmen würden, nehmen wir da immer die Hälfte der Summe. Können wir ja mal probieren, ob das immer die Hälfte der Summe ist. Was wollen wir denn mal als Beispiel nehmen? Sagen wir mal, die Summe ist, kann natürlich jetzt sein, dass das nicht lösbar ist. Nehmen wir mal, die Summe ist 40 und die Quadratsumme ist Hausnummer 600. Boah. Mal sehen, ob das geht. Also das ist jetzt ungeprobt. So, dann schreibe ich die eine Zahl als x minus 20 zum Quadrat und die andere Zahl als x plus 20 zum Quadrat. Und das ist jetzt die Quadratsumme, ist dann also x Quadrat minus 40 x plus 400 plus x Quadrat plus 40 x plus 400. Okay, das hätte ich mir sparen können, ist gleich x Quadrat plus 400. So, jetzt muss ich also sagen, dass x... was? Zweimal x Quadrat. So, sehen Sie, ich habe direkt gekürzt. Okay, also ist 2x Quadrat gleich 200, also ist x Quadrat gleich 100. Hm? 2x Quadrat muss ich summieren auf 2, achso, auf minus 2. Ja, da sehen Sie, okay, da können wir dann schon aufhören, die Aufgabe ist nicht lösbar. So, also, okay, aber man könnte von hier gucken und dann so sagen, sowas wie, da soll rauskommen 812, dann wäre es wieder relativ leicht. So, aber das ist auch klar, natürlich kann es da quadratische Dings geben, die nicht lösbar sind oder wo man dann auch Wurzeln als Lösung hat und so. Das ist ja nicht gesagt, zugelassen werden nur die Dingsaufgaben. Aber man sieht, das Verfahren könnte man immer benutzen. Das Verfahren funktioniert schon, aber natürlich hat man keine Gewissheit, dass das dann auch immer lösbar ist, was man sich da als Aufgabe gestellt hat. So, und jetzt noch die kubische. Das ist jetzt ein bisschen, habe ich erst so ein bisschen gestutzt, als ich da dann die Lösung von gesehen habe. Ein Kubus soll um 2 größer werden als ein Quadrat. Also das heißt eigentlich nur, eine Kubikzahl finden, die um 2 größer ist als eine Quadratzahl. Aber das muss nicht das Quadrat und das Kubik von derselben Zahl sein. Und dann klappt auch der Lösungsansatz, der hier genommen wird. X minus 1 hoch 3 ist gleich x plus 1 zum Quadrat plus 2. Und da kann man mit Mathematikdozent von mir hat immer gesagt, man sieht als Beweis durch rhythmisches Hinsehen, dass da 4 als Lösung funktioniert. Ja, also 4 minus 1 hoch 3 ist offenbar 8 und 5, ist offenbar 3 hoch 3 ist 27 und 4 plus 1 zum Quadrat ist 5, ist 25 plus 2 ist 27. Also das funktioniert tatsächlich. Gut. Jetzt gibt es noch die Hypatia-Lesung, weil da habe ich die Folie nicht mehr fertig bekommen. Gut, was war denn mit der Hypatia? Ja, oder auch, wie geht das überhaupt zum Ende? Also so die letzten Mathematiker da um diese Zeit um 300 herum war auch noch Pappus, von diesem Satz von Pappus stammt von dem. Und der Niedergang dieses Zentrums in Alexandria hängt zusammen mit, das ist jetzt vielleicht etwas bitter für Sie, je nachdem, wie religiös Sie sind, mit dem Christentum. Ja. Also das Christentum wird Staatsreligion im ganzen Römischen Reich. Und das, was die da an dieser Akademie in Alexandria betrieben haben, gilt weitgehend als Häresie und Ketzerei. Das war ja auch alles so religiös mitkonnotiert da oft. Und das ist ein Grund für den Niedergang. So. Aber trotzdem ist noch bis ungefähr im 5. Jahrhundert ist das da noch weitergegangen mit der Akademie in Alexandria. Und die Hypatia, die Tochter des Theon von Alexandria, war eine respektierte Lehrerin in der Stadt. Nicht nur für Mathematik, ich muss das jetzt hier simultan übersetzen,
nicht nur für Mathematik, sondern auch für philosophische Doktrinen, für Philosophie zurückgehend auf Platons Akademie. Und obwohl sie ihre nichtchristlichen Überzeugungen behielt, ihre nichtchristlichen religiösen Bezeugungen nicht behalten durfte, erfreute sie sich ihrer intellektuellen Unabhängigkeit und hatte sogar gläubige Christen unter ihren Studenten. Junge, Junge. Und jetzt steht hier auch noch, also warum interessiert man sich immer so für die Hypatia? Deswegen, weil es zwar Nachweise dafür gibt, dass es vorher schon Frauen in der Mathematik in Griechenland gegeben hat, aber bei der Hypatia ist die einzige, bei der es genug Beweise gibt, um wirklich zu sagen, was hat die eigentlich mathematisch gemacht? Ja. Und das sind eben im Wesentlichen Kommentare zum Almagest, das ist das Hauptwerk von dem Ptolemäus, wo es um Astronomie geht, eine kommentierte Auflage von Archimedes Kreismessung, also das, was wir uns da vorhin angesehen haben, die allerdings nur überliefert ist auf Arabisch und Latein. Dann ein Text, der ein Buch von dem Pappus erläutert und eben jeweils einen Kommentar zu Apollonius Kegelschnitten und zu der Arithmetik von Diophant, wo, wie gesagt, nicht ganz klar ist, ob das, was uns von dem Diophant auf Arabisch überliefert ist, überhaupt Urtext Diophant ist oder nicht vielleicht aus diesem Kommentar von der Hypatia stammt. Unfortunately, obwohl sie viele einflussreiche Freunde in Alexandria hatte, inklusive dem römischen Präfekten Orestes. Jetzt hier steht's. So when Cyril spread rumors that the famous woman philosopher in reality practiced sorcery as her part of her philosophical, mathematical and astronomical world, a group emerged that was willing to eliminate this satanic figure. Die ist als Hexe verurteilt worden. Also ist nicht ganz natürlicher Tod. Also Mathematik ist gefährlich. Ja, das ist ja auch ein schönes Wort zum Wochenende. Damit ist die heutige Vorlesung zu Ende. Ich glaube, den letzten Teil schneide ich aus dem Video raus. Okay, wenn ich überhaupt aufgenommen habe. Ja, doch.